Liebe Freunde, willkommen bei einer neuen Folge Game News. Heute haben wir für euch folgende Themen: Horizon New Dawn, Endzeit-Epos-Rollenspiel für Konsolen. Und selbstverständlich Batman Arkham Knight. Alles zum Rollenspielkracher des Jahres. Horizon New Dawn, ein Open-World-Rollenspiel, was frühestens 2016 erscheinen soll mit einer weiblichen Protagonistin. Sony überraschte mit Vorstellung des Endzeit-Epos auf der E3 so einige Leute. Im Trailer, der schon atemberaubend aussieht, kann man das eigentliche Szenario das erste Mal betrachten. Ihr werdet eine Kriegerin spielen, die mit Hilfe von primitiven Waffen gegen riesige Maschinenwesen kämpfen wird. Was nach einem eigentlich schon bekannten Szenario klingt, wird hier komplett neu verpackt in dem PSVR-exklusiven Titel. Zur Story und Spielweise ist noch nichts bekannt, aber die Menschheit soll untergegangen sein und das Spiel soll ein großer Endzeit-Epos werden. Doch schon im Vorfeld verkündete der Entwickler Guerilla Games einige Bedenken aufgrund des weiblichen Helden. Denn eine weibliche Protagonistin könnte dafür sorgen, dass die Verkaufszahlen etwas in den Keller gehen. Auf der anderen Seite ist selbstverständlich zu sagen, dass Spielereien wie Tomb Raider schon jahrelang sehr erfolgreich sind. Das ist wahr. So, jetzt seid ihr wieder gefragt. Stört es euch, ob ihr eine weibliche Protagonistin oder einen männlichen spielt? Schreibt es uns in die Kommentare. Batman! Robin! Roleplay gibt's ja auch. Liebe Freunde, Batman Arkham Knight ist an diesem Dienstag erschienen. Die Spieletester und Spielemagazin überschlagen sich mit guten Wertungen und es wird jetzt schon von dem besten Konsolenspiel der letzten Zeit gesprochen. IGN, Videogamer und Polygon sind sogar an der Höchstwertung angekommen. Der finale Teil der Batman-Computerspiel-Saga soll also noch besser als seine schon grandiosen Vorgänger sein. Wollt ihr aber selber mal in das Spiel reinschauen? Denn die guten Jungs, der Buddy und der Nick waren in den ESL-Studios und haben die große Ehre gehabt, für den Publisher das Spiel vorzustellen. Durch Rocksteady konnten wir also einen Blick in das Spiel schon werfen und wir müssen sagen, es war richtig genial. Der Link zum Stream, auch für dich, Makatze, ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Ich hab keinen Bock mehr. Und wir hoffen, das Ganze gefällt euch selbstverständlich auch. Auch wenn ich nicht dabei bin, schaut trotzdem mal rein. Die Jungs stellen sich gut an. Bisschen Schwund ist immer. Eben, so, ne? Ich kann ja nicht überall sein. So, jetzt aber, liebe Freunde, ja, ihr geht ans Eingemachte. Wir haben nämlich noch ganz, ganz schöne Sachen für euch, die wir nämlich in unserem Gewinnspiel hier verlosen. Der gute Kameramann Nick kramt gerade da hinten rum, geht er auch ein bisschen schneller. Oh, da sind Sachen. Geht er auch ein bisschen schneller hier, danke. Guck mal. Wir haben hier das 1000-Abo-Special letzte Woche gedreht, das kam auch schon online. Diese Woche Sonntag wird ausgelost, also habt ihr noch ein paar Tage Zeit, um Folgendes zu gewinnen. Einmal 3 Original Destiny T-Shirts. Richtig, dazu gibt's dann auch noch 3 Destiny Skins für eure PlayStation 4. Twitch-Schlüsselanhänger. Und hier haben wir auch noch was. Was ist das denn da drin? Was war das denn nochmal? Oh, für alle, die ein bisschen an Gedächtnisschwund leiden, haben wir hier nochmal 3 Tickets für die ESL One in Köln. Im August. Und es wird Counter-Strike gespielt. Da oben geht's übrigens zum 1000 Abo Special plus zum Gewinnspiel. Alles weitere dazu erfahrt ihr natürlich im Video. Das war's für dieses Mal von den Game News. Selbstverständlich. Wir sehen uns. Definitiv. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, abonnieren. Ihr kennt den Schmarrn. Schmarrn. Bahn. Tschüss. Tschüss, ich hab Nick. Hunger. Tschüss. Wir gehen jetzt essen. Tschüss.